Also, das ist wirklich wahr. Es ist ein sehr breites Spektrum, was sich da versammelt. Und alle wissen das auch, dass es noch unentschieden ist, wer da eigentlich in Zukunft die entscheidende Rolle spielt. Da sind auch Nationalisten unterwegs, da sind Extremisten unterwegs, da sind die Kommunisten dabei, die sogar die beste Chance haben, mit ihrem Kandidaten sogar noch, wenn es überhaupt zu einem zweiten Wahlgang kommt, dann in diesen zweiten Wahlgang zu gehen. Und es gibt auch keine Gemeinsamkeit in der Beurteilung. Nur eins ist gemeinsam, dass der 24. September, diese Rochade, alles ausgelöst hat, dass das der entscheidende Schock für die Öffentlichkeit war und dass man Putin loswerden will. Das sind die beiden Gemeinsamkeiten, die es gibt.